Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lan, Türchen für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir uns relativ zügig holen können, wenn wir dann ein bisschen Gold ausgeben. Und zwar finden wir den einmal unter Quests und dann Dragonflight. Und hier haben wir dementsprechend das Achievement, viele Kisten, viele Steine. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Öffnet 50 Kästen mit Steinen und lasst die Elementare darin frei. Dafür gibt es dann auch noch ein schickes Toy, und zwar kleine Kiste mit kleinen Steinen. Diese Kästen mit den Steinen, die wir dafür brauchen, die kriegen wir eigentlich durch drei Wege. Weg Nummer 1 ist, ihr kauft die Dinger im AHA. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Die könnt ihr einfach im AHA kaufen. Bei mir haben sie jetzt so zwischen 800 und 1000 Gold gekostet. Heißt, ich habe irgendwas zwischen 40 und 50k dafür hingelatzt. Ihr denkt jetzt, okay, ist vielleicht viel Gold, ich will nicht das zahlen. Ihr könnt die auch farmen. Die sind aber eher ätzend zu farmen und naja. Ich kann euch mal zeigen, wo ihr das herkriegt. Also, ihr habt zwei Optionen, die zu farmen. Erste Option, die zu farmen, ist einmal in der Küste des Erwachens. Da, so sehen die Dinger aus. Und ja, die sind quasi über die komplette Küste verstreut. Das sind einfach so Behälter, da könnt ihr einklicken. Ich bin da mal ein bisschen rumgeflogen. Ich habe keinen einzigen gefunden. Scheinen eher selten zu sein tatsächlich. Und das andere, wo ihr die holen könnt, ist quasi, hier steht verbotene Insel, aber das ist im Vault drin. Und ja, das ist quasi der Vault aus Patch 10.07 und da gibt es ja alle möglichen Kisten, die ihr aufmachen könnt und da sind die Teile auch drin. Ja? Die zwei Optionen habt ihr. Ich weiß, aus dem Vault hatte ich die damals en masse bekommen, habe sie weggehauen, weil man damit halt nichts machen konnte und jetzt braucht man die fürs Achievement. Finde ich ein bisschen blöd von Blizzard gemacht, aber gut, da können wir jetzt leider nichts machen. Genau. Oder ihr macht es halt so wie ich, kauft die Dinger einfach aus dem Auktionshaus raus und fertig ist der Schuh. Ja? Da müsst ihr dann nicht mehr in den Vault rein und die nachfarmen. Und habt das Ding fertig. Kleine Randinformation, wenn ihr die Teile einsetzt, dann ist es so, dass sie eine Viertelstunde Abklingzeit haben. Das Achievement ist aber Battle.net-Account gebunden. Ihr könnt euch das jetzt mal hochrechnen. 50 mal eine Viertelstunde wäre eine ganz schöne Zeit. Ihr könnt aber auf den Twink umloggen und quasi auf dem Twink eins einsetzen, auf den nächsten Twink umloggen, wieder eins einsetzen und so weiter. Ne? Also die sind nicht seriengebunden. Wie gesagt, ihr könnt die dann mit einem Char komplett kaufen, auf die Twink schicken oder auf die Twinks gleich aus Maha kaufen und dann einsetzen. Oder ihr farmt euch die, wenn ihr euch das Gold sparen wollt. Wir können das jetzt mal einsetzen und dann kommen hier so kleine Inventare raus, ne, aus dieser Kiste und zusätzlich gibt es dann quasi auch noch das Toy. Gut, mehr war es dann eigentlich auch nicht. Das ist quasi auch jetzt das gleiche vom Toy her, wie dementsprechend diese Kiste. Also sonderlich special ist es nicht. Und ja, damit sind wir dann durch mit dem kleinen Achievement Guide. Jetzt können wir mal gucken, ob wir die gleich schon hier drin haben. Ich glaube, ich habe es nämlich gleich gelernt, weil im Inventar habe ich es jetzt nicht gesehen. Naja, aber der Effekt soll der gleiche sein. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, dann sind wir durch mit einem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.